Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Sanity of Center mit der Omega Mod. Schön, dass ihr mit dabei seid, Freunde. Ja, guckt euch das an, wie viele Wölfe hier rumstehen. Ich bin am Breeden. Ich habe aber immer noch keinen mit einem Paragon oder einem vererbten Paragon sozusagen. Da müssen wir noch weiter dran arbeiten und da würde ich auch ganz gerne mit euch einsteigen wollen, denn wir haben ein paar Eier. Es sind so ein paar zusammengekommen. Ich würde auch gleich mit euch mal zusammen so eine kleine Breeding-Ecke für die bauen. Denn dieses Männchen habe ich jetzt immer hin und her gebracht, so hin und her geschickt. Das funktioniert, glaube ich, auf Dauer nicht so. Mal gucken, wie wir es machen. Was habe ich denn für Eier? Wir haben hier Fertilized, wird normale. Hier ist ein gutes. Haben wir noch ein gutes? Gutes heißt für mich, es ist verpaart mit dem guten Weibchen. Hier ist noch eins. Können wir gleich gucken. Wo war das? Da. Doch, hier noch. Haben wir drei Stück sogar zusammengekriegt. Sehr schön. Okay, du scheinst weiblich, gute Werte können wir behalten. Aber kein vererbtes Paragon-Level. Du bist männlich. Hast. Auch, ich verstehe das nicht. Leute, ich verstehe es einfach nicht. Die beiden hier können weg. Nun gut, probieren wir es bei den anderen Eiern. Vielleicht habe ich da ja Glück gehabt. Kann es euch noch nicht sagen. Werfen wir sie einfach mal raus und gucken, was dabei rumkommt. Und dann würde ich sagen, bauen wir so eine kleine Breeding-Ecke. Und dann hätte ich nochmal Bock, mal gucken, ob wir es hinkriegen, ein paar Bosse zu machen, damit wir Boss-Essenzen kriegen. Dadurch wieder mehr Shards und noch mehr, irgendwann mehr Magic Point raus haben. Das ist ja der Plan, den wir schon die ganze Zeit verfolgen, oder ich zumindest, ne? So, was haben wir hier? Elite, männlich. Ich glaube, ich gucke zur Sicherheit mal rein, weil der Name stimmt ab und zu nicht. Weg mit dir. Du hast gute Werte, bist männlich, aber guckt euch das Level von den Dinos an. Das ist so krass. 469. Schlechte Werte. Ich glaube, ich mache was Grundlegendes falsch. Oder ist es wirklich so lackabhängig und es kommt einfach nicht. Oh, habe ich gar nicht auf die Werte geachtet. Egal. Nicht so schlimm. Viel mehr gute Werte könnten wir stehen lassen. Mail, du kannst dann wahrscheinlich gleich weg. Du hast auch kein 1 im Namen oder sowas. Boah, das verstehe ich nicht. Oder muss ich unser Männchen auf Apex aufwerten? Das können wir auch mal testen. Wir machen unser Männchen gleich noch auf Apex. Das ist schlechte Wert, du kannst weg. Das ist vielleicht auch noch so eine Idee. Oh mein Gott, haben wir noch 4 Eier. Das. Ich lege sie mit Absicht ein bisschen weiter auseinander, damit ich einfach einen Überblick behalte. Ich kenne mich selber, sonst verpeile ich das einfach. Female, schlechte Werte. Männlich, gute Werte. Das gibt's doch nicht. Wir werden. Müssen wir gucken, ob wir Souls haben dafür. Oh, Zwillinge. Gute Werte. Gute Werte heißt für mich Mili und HP. Nur mal so nebenbei. Ihr seid beide weiblich. Okay. Du bist männlich. Weiblich gute Werte.
Achso, weiblich. Achso, dich hatten wir ja schon. Ja. Oh mein Gott, ey. Ich glaube, wir machen dich gleich mal auf Apex. Vielleicht hilft das ja. Wenn ich es überhaupt kann, das ist so die Frage. Das ist so die Frage, so machen wir jetzt die letzten Eier und fertig ist es. Wir haben ja gleich noch welche, die würde ich gleich nochmal ausbrüten lassen, dann können wir die noch weitermachen, dann haben wir es einmal abgehakt. Dann mache ich ganz kurz einen Cut rein, aber mehr auch nicht. Dass die einfach nur fertig werden. Dann, wenn wir jetzt schon dabei sind, einfach Wölfe aufzubrüten, dann lass das doch einmal richtig machen. Vielleicht mache ich grundlegend was falsch. Weg. Vielleicht müssen sie wirklich beide Apex sein. Anders kann ich es mir langsam nicht mehr erklären, bei der Masse, die ich hier habe. So. Oder ich habe was am Server falsch eingestellt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe da nur sozusagen die Geschwindigkeit eingestellt. Schlechte Werte. Ich meine, die Weibchen würde ich ja generell ja behalten, einfach. Das ist nur eins. Ist das nicht. Oh mein Gott, hat das lang gedauert. Oh. Okay, ich hab's raus. Wir müssen doch nicht aufwerten. Baby. Das heißt, die anderen Weibchen kann ich jetzt auch wegpacken. Es ist nur noch das Weibchen übrig. Und das müssen wir weiter verpaaren. Komm, weg mit dir. Und weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Geil, Leute. Also nur mal im Vergleich. Die haben 77, 68, 217.000 Leben. Du hast 6,8k Leben. Naja, das wird sich irgendwann ergeben. Boah, geil. Das hat aber lange gedauert. Da muss ich jetzt dafür mit ganz vielen Weibchen machen. Holy shit, das wird lustig. Eigentlich hätte ich das gerne beim Männchen halt gehabt, damit das weiter vererbt wird. Also das müssen wir dann noch hinkriegen. Und dann könnte ich die Weibchen wieder auspacken. Shit, jetzt habe ich sie alle eingepackt, ne? Ja, wo packe ich denn die Weibchen mal hin? Hier rein? Ja. Hier, die sind ja alle... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So, 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 so. Die haben ja gerade gematet. Baby. 68, 77 ausbrüten. Wir lassen dich trotzdem auswachsen. Einfach, damit wir später das auf dem Männchen haben. Und das dann übertragen können an ganz viele Weibchen, um noch mehr Chance zu haben. Ja, würde ich sagen. 68, 77... Boah, ist es endlich passiert. So. Dann die packen wir weg. Gott sei Dank. Ich habe schon fast die Hoffnung aufgegeben. Gut, ihr Lieben, lassen wir die anderen Eier noch fertig machen, machen einen kurzen Cut rein, dann brüten wir die noch aus. Vielleicht haben wir da auch noch Glück und dann kommt ein Mensch mit 1 raus, das wäre Bombe. Und dann sehen wir weiter, bis gleich. So, Freunde, die nächsten Eier sind am Ausbrüten, beziehungsweise fast fertig und die sind aber schon fertig. Das checken wir nochmal kurz ab, bevor wir da weitermachen. Also ich muss wirklich nur auf den Namen achten, der ist wichtig. Und halt, wenn ich ein Weibchen habe, auch die Stats dementsprechend. Wir müssen nur nächstes Mal darauf achten, wenn wir so eine 1 bekommen, ob das auch schon in dem Namen angezeigt wird. Das schlechte Werte. Von dem nicht geclaimten Tier. Das würde mich halt nochmal interessieren. Aber bisher ist dem nicht so.
So, die anderen müssen jetzt jeden Moment schlüpfen. 48 Sekunden. Okay, gehen wir schon mal ganz kurz hier hinten hin. Ich möchte gleich mit euch zusammen noch ganz kurz was bauen. Quasi so eine Taming-Ecke, wo ich die alle drinstehen habe und das Männchen im Prinzip unten drunter habe. Was nehmen wir denn da mal? Die Wände nehmen wir schon mal mit. Und wir brauchen Ceilings. Sagen wir mal 100 Stück. Wir haben es ja. Nein, Abbruch. Davon nehme ich 100. Ja, craftet schon mal durch, bitte. Müssen gleich die anderen schlüpfen. Cool, ey, ich bin so froh, dass wir da jetzt eine 1 stehen haben. Ne? Das heißt, wir können da dementsprechend weitermachen. Boah, wir haben noch eine neue Farbmutation drin. Oh. Okay, im Namen steht nichts drin. Du bist weiblich, aber schlechte Werte. Schade eigentlich, du hast eine coole Mutation, genauso wie du. Du hast aber die guten Werte. Dich können wir belassen. Nichts im Namen, männlich, tschüss. Nichts im Namen, weiblich, gute Werte. Mann, sind das viele. Männlich, auch nichts im Namen. Männlich, nichts im Namen. Female, gute Werte. Female, gute Werte. Das ist die 1. Du bist mein Ein und Alles. Und die sind auch noch geschleppt hier. Männlich. Männlich. Okay, muss ich nächstes Mal drauf achten, wenn wir das nochmal machen. So, hier kommen jetzt die rein. Das macht so happy, dass das funktioniert hat. Ich bin so froh. So, die Ceilings haben wir. Dann, wo bauen wir uns das am besten hin? Hier vielleicht? Joa, hier ist, glaube ich, ganz gut, ne? Ich würde es nämlich eine Wand hoch machen. Ja, so. Ja, wenn schon richtig rum, Leute. Wenn schon richtig rum. So, auch wenn es nicht schön ist, ist es selten. Genau, machen wir die erstmal dahinter. 1, 2, 3, 4. Ja, machen wir 3 mal 4. Reicht das? Eigentlich schon, wenn ich das Männchen später da drunter habe und die Weibchen da oben rauskloppe. So, wie komme ich denn selber da hoch? Ich habe keine Rampe gemacht, ne? Gar nicht drüber nachgedacht. Ich muss ja auch nicht so häufig hoch, aber... Na, das kannst du haben. Ich hätte gerne eine Rampe. Machen wir mal 2. Okay, du gibst mir 1, danke. Sollte mir aber auch reichen. So, dann ist der Plan... Ja. Können wir daraus Stairs machen? Können wir nicht, danke. Hier die Weibchen quasi aufzustellen. Schön alle nebeneinander. Ne? Muss ja auch schön aussehen und passen und... Ja, das war jetzt nicht so doll, ne, mein Freund. Das war jetzt nicht so doll. Das 1er-Weibchen würde ich halt erstmal unten lassen. Das wird natürlich auch wieder ein Akt, dass das alles vererbt wird, ne? Also da dann irgendwann Männchen zu kriegen, das wird schon eine Herausforderung werden. Oh mein Gott, reicht das gar nicht mal? Ich meine, ich kann ja unten dann auch noch welche hinstellen, so ist nicht. Ich will so hier oben so ein bisschen was haben und unten natürlich dann auch. Ja, ich glaube, da kriege ich keinen mehr nehmen. So, die nächsten kommen dann hier hin. Ja, das passt. Ich muss hier ja nicht dauerhaft stehen, ich muss hier unten sein. Wir müssen ja einfach... Wobei, dann kann ich doch eigentlich auch...
das so machen, dass ich die hier selber reinpacke, oder? Oh, falsche Richtung. So, den noch. Den noch. Den anderen beiden machen wir gleich. So. Dann haben wir doch hier eine gute Anzahl an Weibchen stehen. Wenn ich dann ein Männchen habe, kann das wieder weiter verpaaren. Das wird halt eine längere Breeding-Zeit. Breeding, ne? Du weißt schon. Breeding-Action. Aber das gehört ja auch mal dazu. Und wenn ich das habe, dann noch ein Apex, dann noch die ganzen Potions wieder mit rein. Was das für ein Tier wird, das muss ja bombastisch werden. So, du bist mein Männchen, das heißt, ich könnte dich jetzt hier drunter stellen. Hier so in die Mitte. Das funktioniert nicht, das ist super. Okay, ich komme raus. Du stehst noch auf Paaren. Die anderen müssten auch noch auf Paaren stehen. Und eigentlich müssten dann alle erreichbar sein. Gut, die sind natürlich jetzt alle auf Cooldown. Gut, das hätten wir. Die anderen wachsen aus. Futtertrog ist noch voll. Ja, können wir das ein bisschen beschleunigen? Ja, müssen wir gar nicht. Muss ich gar nicht. Ich werde heute nur das machen. Dann können die über Nacht auswachsen. Dann muss ich es auch nicht beschleunigen. Okay. Gut, dann wollte ich mit euch ein paar Bosse generell nochmal durchgehen. Wovon haben wir denn viele Essenzen? Mythical. Dass wir nochmal ein bisschen was grinden. Also dann haben wir auch ein paar. Und vielleicht zähmen wir ja auch was, ne? Und dafür würde ich ganz gerne meinen Wolf auf jeden Fall mitnehmen. Ja, mein Baby quasi. Mit dem alles gestartet ist. Boss Arena. Damit ist ja wirklich alles gestartet mit dem Ding. Also, es ist ja auch ein Brett. Ne? Das Teil hier. 75 Millionen Leben. Oh, dich habe ich ja völlig vergessen. Hey, Ikus. Eingepackt. Das war's. Mehr machen wir mit dir nicht. So, dann machen wir doch einfach mal. Ja, Select hier, Basic. Oh, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Das machen wir gleich erstmal zuerst. Das war eine Basic Essence. Wegmachen. Um zu gucken, welche, wie viele Boss-Dinger wir rauskriegen. Ich hab das. Oh. Wieso liegst du da? Also Basic. Wie viel kriegen wir aus einer Basic raus? Omega, Base. Wie viel haben wir letztes Mal ausgekriegt? 7, glaube ich, ne? Oh mein Gott, das ist im Dino drin. Hab ich vergessen. Ich glaube, 7 waren es. Das war, glaube ich, auch eine rote, aber es war eine Elite, die ich gestartet habe. Das ist eine Basic. Hast gedacht. Shit. Okay, probieren wir es. Probieren wir einen starken Boss. Fangen wir mit Prime an. Eine Elite. Nee, auf dem Bull. Schnell. Schnell. Potions hast du drin. 80 Millionen. Geht. Da kriege ich auch 30 Essenzen raus, ne? So, und aus der müsste ich jetzt eigentlich 7 kriegen, ne? 7 Shards.
Also nochmal, das Ziel ist, da ein paar Shards rauszukriegen nach und nach. Dass wir irgendwann mal richtig gambeln können. Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Warum sagt ihr auch nichts? Mir das. Einfach völlig Banane, nur weil ich eine 1 gekriegt habe hier bei den Dingern hier. Ne, 6 habe ich gekriegt. Was ist, wenn wir Prime machen? Erleben wir das? Ach Quatsch. Überleben wir im Prime? Der hat 80 Millionen. Prime müsste 160 haben. Verdoppelt sich das? Wollen wir es mal probieren? Ups, ich hab's probiert. Ja, wir machen mal eine Heilung rein. Sicher ist sicher. $160 Millionen. Er macht auch 1 Million Schaden. Aber leider fliegt das Ding. Oh, ein bisschen in die Mitte, bitte. Ja gut, das ist halt blöd, ne? Also ja, kriegen wir down. Ist auch nur ein Teleporter. Teleporter macht nicht viel. Oh, ist das nervig. Wollen wir Apex probieren? Ja, ich würde gleich nochmal Prime machen. Gut, dass wir ein Bleed haben. Bleib doch hier und blute. Blute. Also so hittet er mich nicht. Ey, falsch rum. Also da ist Bleed wirklich cool. Weil er tickt jetzt gerade nicht mehr, aber... Achso, andere Richtung mal wieder. Boah, der macht aber Schaden doch mittlerweile, ne? Ja, jetzt hatte ich dich kurz. Das Gute ist, der Wolf greift halt super schnell an, ne? Also, was ist super schnell? Also, mit dem Monkey würde ich, glaube ich, nicht machen wollen. Dafür macht er einfach zu wenig Schaden. Da ist mein Wolf halt stärker. Komm her, komm. Halb Fuß. Ich will trotzdem gleich testen, wie viel wir aus dem Prime rauskriegen. Oh ja. Teleporter halt. Aber ich finde, wir haben ja trotzdem viel dazugelernt. Also gerade was das Brüten angeht. Ich hätte gedacht, wir hätten die auf Apex machen müssen, aber es ist wirklich total random. Und das kann man jetzt bis zu 10 Mal machen. Okay, haben wir dich. Du kannst heilen. Dich nehmen wir mit. Und gucken jetzt, wie viel wir aus dem Prime rauskriegen. Weil ich würde gleich nochmal 1, 2 machen wollen.
7 haben wir. 7 und 37. 7. Das finde ich Elite eigentlich schneller gemacht. Und einfacher. Machen wir Elite. Der macht mir auch nicht so viel Schaden. Hinter das nur 6, die du rauskriegst. Aber wenn ich davon 10 mache, habe ich schon mal 60 zusammen. Das ist schon wieder eine gute Anzahl. Ich brauche 217 beim Ascended Schild. Ach komm, ey. Wirklich. Ja, komm, nächste runter, bitte. Ist mir was geklappt? Hast du eigentlich ein Level-Up oder was? Nee. Es blinkt halt die ganze Zeit. Ich hitte dich kaum, ne? Boah, ist das ein Mist. Was hast denn du für eine Hitbox, ey? Ach, du bist spektral. Deshalb. Oh mein Gott, sind das bescheidene Bosse. Hattest du nicht Heilung drin? Ach, die klaut der mir. Die hat er mir geklaut. Blöder Pennerboss. Es ist so nervig. Ah, jetzt hatte ich zu. Oh mein Gott, der klaut mir aus dem Inventar auch die Sachen. Meine Potions. Nö, 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 das tue ich mir nicht an. Tut mir leid. Aber dass jetzt mir ganze Sachen hier klaut und bist. Stell mir vor, das sind die Elite-Essenzen oder so. Dann lasse ich die despawnen. Nee, sorry. Also, das geht mir zu weit. Verdammte Axt. Ich dachte mir einfach alle Sachen. Ja, machen wir was anderes hier weiter. Blödes Mistding. Der hat mir noch viel mehr geklaut. Darf ich wieder Potions herstellen? Was fehlt uns denn? Alles? Oh, meine schnellen Potions. Zum Glück habe ich hier wieder was hergestellt. Was fehlt uns denn? Potions technisch, Gravity, Fortitude, Crafting, Magic Pen, Stone Skin haben wir noch, Nature Res. Was sind die denn? Normale Essenzen. Stellen wir mal 50 her. Okay, Lieben. Ich werde jetzt Potions herstellen. Ich muss mich da wieder regenerieren quasi. Das ist ja schönes Ding. Gut, die, dann machen wir beim nächsten Mal. Oh, ich habe meinen Medaillon auch nicht angehabt, ne? Ich. Denk nach, Junge, denk nach. Was tust du denn? Ja, ich muss Potions herstellen. In der Zeit wachsen die aus. Und dann können wir uns beim nächsten Mal wieder ums Screen richtig kümmern. Ich bin schon mal froh, dass wir das Ding jetzt hier haben. Und dementsprechend so schön breeden können. Ja? Unsere Wolfsarmee. Hehehe. Coole Nummer. Ihr Lieben, in diesem Sinne, besten Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.